Es ist ein Jahr her, da wurden wir beinahe verhaftet. Und das war am Welttag gegen Rassismus. Und dieses Jahr sind wir wieder unterwegs. Mal sehen, was passiert. Hallo. Offener Kanal Magdeburg. Ah, ja? Eine kurze Frage. Und zwar ist heute Welttag gegen Rassismus. Was sagt ihr da denn dazu? Finde ich gut, dass darauf aufmerksam gemacht wird. Ja, ich würde sagen, das ist ein sehr guter Tag, weil Rassismus haben wir viel zu viel in Deutschland. Ja, wir haben da hinten ein kurzes Spiel aufgebaut. Und zwar würde ich Sie mal ganz kurz bitten, mit hinzukommen. Kommt einfach mal ganz kurz mit. Das sind alle gezwungene Freiwillige heute. Gucken Sie mal in den Karton, da sind ganz viele Deutschland-Sachen. Ein Deutschland-Hut, eine Deutschland-Kette, ein Deutschland-Trikot. Und ihr müsst jetzt, wo ihr der Meinung seid, das sind Deutsche, die Deutschland-Artikel den aufsetzen. So. Okay, also alle, die hier stehen. Genau, wo du der Meinung bist, das sind Deutsche. Hallo, Sie könnten uns bei einer ganz wichtigen Aufgabe helfen. Ja. Hallo, offener Kanal Max. Die haben alle einen Arzttermin. Kommen Sie her, es gibt was zu gewinnen. Auch wenn es nur eine Fernsehausstrahlung ist. Wir sind gegen Windbekämpfung. Nein, Quatsch, offener Kanal Magdeburg. Und zwar ist heute Welttag gegen Rassismus. Das wusste ich. Das wusstest du? Ja. Findest du gut, dass es so einen Tag gibt? Ja, das finde ich sehr gut. Also, dann denken wir wenigstens alle mal dran. Das stimmt. Und wir wollen auch darauf aufmerksam machen. Wir haben ein kleines Spiel da vorne vorbereitet. Wirklich? Mal kurz wie lange dauert denn das? Unter eine Minute. Also, sie hat wenig Zeit, deswegen spreche ich doppelt so schnell. Pass auf, hier stehen fünf Leute und das ist ein Deutschland-Artikel. Und wo du der Meinung bist, das ist eine deutsche Person, setzt sie einfach in Deutschland-Hut, Deutschland-Kette etc. auf. Soll ich mal sagen, dieser junge Mann? Die junge Dame? Und jetzt noch ein Satz von ihm. Das geht nicht. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Offener Kanal Magdeburg. Wir wollen auf was aufmerksam machen. Ihr Schuh ist offen. Kuckuck. Hallo, Sie winken doch so freundlich. Mensch, Sie sind doch besser im Fernsehen aufgehoben als im Radio. Schwer, sehr schwer. Also ihm würde ich gerne mal die Kette. Ja, finde ich auch gut, finde ich gut. Ja. Und dann... Nee, warte, ja, ich würde so machen. Ja, okay. Ja? Und ich glaube Sie. Ja, genau. Okay. Ja. Wir haben da noch eine Blume für die Person, die du besonders sympathisch findest. Oh, ja! Sehr schön. So, warum haben Sie sich so entschieden? Bauchmäßig. Weil ich habe mir gesagt, pff, wer sieht deutsch aus, wer sieht nicht deutsch aus? Das ist... Was, woran erkennt man einen Deutschen? Würde ich jetzt einfach mal so vom Äußeren her. Ich weiß, da kann man ganz, ganz schnell daneben liegen. Weil das Äußere nicht unbedingt was aussagt. Aber wenn Sie mich jetzt hier so vor die Wahl stellen, würde ich mich einfach mal so entscheiden. Okay. Würdest du deiner Mutter denn recht geben? Ich bin die Oma. Geht ja gut aus. Okay. Gut gehalten. Das als Kompliment. Das als Kompliment. Dankeschön. Zumal, finde ich, man kann das heute auch gar nicht mehr so richtig sagen. Also man kann nicht mehr einschätzen, okay, wo kommt jetzt derjenige her? Bei Multikulti und so. Einfach so Intuition. Okay. Und dann lösen wir mal auf. Ja, lösen wir auf. Genau. Was war es eigentlich? Ach, so war es richtig? Ja. Oh. Stopp, wir haben noch was vergessen. Eine Blume.